Ja. Ach, hier bist du. Servus. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Hm? Heute koche ich rein vegetarisch, weil dir das doch so gut bekommen ist in der Klinik. Und ich habe den André sogar um Rezepte gebeten. Oh, wahrscheinlich alles mit tierischem Eiweiß, oder? Hildegard, die Rezepte von einem Sternekoch. Sind die Rezepte von einem Sternekoch? Was hast du dagegen einzuwenden? Außer tierischem Eiweiß. Ja, ich meine, grundsätzlich ist ja die ayurvedische Küche nicht mit Veganertum gleichzusetzen. Trotzdem sollte man, außer bei Ghee, also geklärter Butter, mit Milchprodukten einfach vorsichtig sein. Mei. Weißt du was? Du kochst. Und ich gehe dir einfach zur Hand. Da lerne ich doch am besten. Ich? Ja, aber da müssen wir vorher erst deinen Typ bestimmen. Mei, ist das umständlich. Nein, Hildegard, ist es gar nicht. Beim Ayurveda unterscheidet man drei Charaktertypen, die sogenannten Doshas. Dosha, hä? Sei halt einmal ein bisschen ernst. Das ist Vata, Pitta und Kapha. Und darauf muss deine Ernährung abgestimmt werden. Was könntest jetzt du für ein Typ sein? Dasselbe wie du. Das wäre ja ideal. Dann bist du Kapha. Das herrscht bei mir auch vor. Ja, das ist ein bisschen phlegmatisch. Was? Naja, ich meine, gesetzt. Ha? Dann können wir problemlos gemeinsam ayurvedisch kochen. Ich habe mit Engelszungen auf Hubers Anrufbeantworter gesprochen, dass wir die Wohnung unter allen Umständen behalten wollen. Ja, aber? Da er nicht zurückgerufen hat, habe ich es vorhin noch mal probiert und bin bei seiner Sekretärin gelandet. Ultra freundlich, aber als würde man mit einer Wand telefonieren. Schon klar, die halten uns jetzt garantiert hin und testen aus, ob sie die Wohnung nicht doch noch teurer vermieten können. Super. Viel Erfolg. So eine geduldige Mieter wie uns findet er nicht noch mal. Wir müssen auf Xaver aufpassen, dass er nicht in sein Unglück rennt. Meinst du nicht, dass wir von der Daten-CD nicht doch noch was rausschlagen können? Ja, schau nicht so, wir haben 2000 Euro da rein investiert, um diese CD zu knacken. Die hätte ich schon gern wieder. Xaver durfte das ganze Equipment kaufen und wer hat den Job letztendlich erledigt? Meine Schwester. Ja, das meine ich doch, dann könnten wir ihr eine Kleinigkeit schenken und uns auch. Tanja, das hatten wir doch schon. Alles, was mit dieser CD außerhalb der Finanzbehörde passiert, ist Erpressung. Und da weigere ich mich. Ja gut, dann weigere ich mich zu akzeptieren, dass diese Typen auf unsere Kosten in Saus und Braus leben, während wir mit Kind fast auf der Straße landen. So weit wird's schon nicht kommen. Kannst du mir das hoch und heilig versprechen? Ha. Lass uns noch mal mit Xaver reden und alle Möglichkeiten ausloten. Was hast du denn jetzt vor? Na, ihm die CD abnehmen, wenn er sie mir nicht freiwillig gibt. Du bist witzig, ihr willst es anstellen, du edler Ritter. Du weißt schon, dass du dann das machen musst, was du am meisten verabscheust. Sie klauen. Übrigens, ich habe einen sehr interessanten Artikel beim Friseur gelesen. Mhm. Leider hat er mich ein bisschen an uns erinnert. Mutter fällt wieder ins Mittelalter zurück und zwingt ihre Tochter gegen ihren Willen zu verheiraten. Die von Trabenbachs haben eine Tochter etwa in deinem Alter. Erinnerst du dich? Hm. Die hat vor wenigen Jahren gegen den Willen ihrer Eltern einen jungen Mann geheiratet, der, naja, sagen wir mal, nicht ganz standesgemäß war. Hm. Lass mich raten. Und dadurch sind die gebeutelten Eltern total verarmt, nagen am Hungertuch. Und vor lauter Geldmangel glaubst du zu wissen, dass du 10 Kilo abnehmen müsstest. Also nicht, dass du das nötig hättest. Entschuldigung, aber dir wird es nicht gelingen, mir Jakob auszureden. Schatz, ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Ja. Die junge Trattenbach ist nämlich von ihrem Beau verlassen worden. Jakob liebt mich. Und die Tür zu ihrem Elternhaus ist jetzt für immer verschlossen. Ich meine nicht, dass dir das bei mir passieren würde, aber ich komme ja alleine kaum zurecht. Wie sollen wir da zu zweit über die Runden kommen? Mutter, hör auf. Jetzt lebt die Arme von Hartz IV und bastelt Modeschmuck in einer Sozialbauwohnung. Ich habe einen Job, ich habe einen tollen Mann an meiner Seite. Mit Rodrigo als Zuchthengst haben wir ein tolles Projekt. Du kannst also ganz beruhigt sein. Nehmen wir mal an, dein lieber Jakob meint es wirklich ernst mit dir und ist nicht nur hinter deinem Geld her. Ja, wir haben kein Geld. Schon vergessen?
Sibylle, können wir uns nicht wenigstens darauf einigen, dass er der Mann im Hintergrund bleibt und wir beide die Verhandlungen mit den Kunden führen? Warum? Weil er einfach nicht gesellschaftsfähig ist. Du hast ihn noch selbst beste Manieren bestätigt. Herein. Vielleicht kann uns ja Jakob auch bei offiziellen Terminen eine große Hilfe sein. Gute Nacht. Darüber reden wir später noch, mein Schatz. Was gibt's? Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange stören. Von wem ist er denn? Keine Ahnung, ich war bereits unterwegs, als der abgegeben wurde. Danke. Ist noch irgendwas? Ich wollte Sie jetzt nicht mit Trinkgeld beleidigen in Ihrer Position als Portier. Das ist sehr rücksichtsvoll. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Nein. Gut, dann wünsche ich eine angenehme Nachtruhe. Gute Nacht. Auf die Veranstaltung. Jetzt reiß dich zusammen. Wir machen dieses familiäre Essen für deinen Bruder, damit er ein bisschen abgelenkt wird. Wir? Du wolltest, das war deine Idee. Ja, aber ich komme. Hallo, Eva. Hallo, Markus. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ja, die sind für euch. Oh, danke. Also, da ich ja hier nun der Älteste bin, würde ich vorschlagen, wir gehen zum Du über. Wir sind ja praktisch eine Familie. Ja, von mir aus sehr gerne. Ja. Dann danke dir für die Einladung. Ja, nehmt schon mal Platz. Was haben Sie eigentlich... Na? Was hast du euch mit deinem Mitbewohner angestellt? Oh, den habe ich 20 Euro gegeben und er ist ins Kino gegangen. Das war ein Witz. Der wollte sowieso mit Debbie nach München fahren. Ich freue mich übrigens sehr auf deine... Danke für mich, Wasser. Okay. Auf deine Kochkünste. Auch wenn du mich ein bisschen zurückhalten musst, meinen Ernährungsplan und weil meine strenge Aufpasserin mit dabei ist. Ja, wir haben uns natürlich abgesprochen, nicht? Es wird genügend für dich dabei sein. Na, das hoffe ich. Abgesehen davon haben meine Ärzte gesagt, ich darf in Maßen alles genießen, denn der Körper holt sich ja eh, was er braucht. Ja, na bitte. Kommst du, Liebling? Also... Auf die Familie. Die stärkste Kraftquelle, die es überhaupt gibt. Ja. Wobei ich natürlich sagen muss, dass mein Bruder und ich nicht gerade mal ein Beispiel für familiäre Harmonie sind. Aber am Ende wissen wir immer, dass wir füreinander da sind. Ich finde ja, Ehrlichkeit ist manchmal besser als gespielte Harmonie. Sag mal, ist irgendwas? Nein. Nein. Also was ist, wollen wir jetzt anstoßen, sonst wird der gute Champagner noch warm. Prost. 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 Unter ihrem Mädchennamen Jenny Zimmermann auf einer geheimen Daten-CD aufgetaucht, auf der eine Reihe Steuerflüchtlinge erfasst wurden. Oh, das ist aber eine üble Sache. Ja, das geht noch weiter. Würde ich Ihre Daten aus Gefälligkeit löschen und erwarte dafür eine winzige Ihrerseits. 10.000 Euro dürften reichen. Wegen der Übergabe setze ich mit Ihnen in... Da ist dir doch tatsächlich jemand auf die Schliche gekommen. Ja, du lachst. Das ist eine Katastrophe. 10.000 Euro? Bei den 2 Millionen, die du in der Schweiz gebunkert hast? Erstens ist das Geld hier längst wieder hier und zum Teil dank deines großzügigen Kredits an mich auch wieder blütenrein gewaschen. Zweitens, wer eine solch lächerliche Summe fordert, der ist so ein hoffnungsloser Amateur. Meinst du wirklich? Es zeugt weder von besonders viel krimineller Energie noch von besonders viel Grips. Bei 2 Millionen hätte er doch glatt die Hälfte fordern können. Um nicht ins Visier der Steuerbehörde oder des Fiskus zu geraten, das dürfte auch einem einiges wert sein. Ha, dumm und nicht mal dreist. Es war bestimmt dieser unterbelichtete Kerl, den sich meine Tochter als Gespielen ausgesucht hat. Ich möchte bloß mal wissen, wie diese kleine Ratte dahinter gekommen ist. Ich bezweifle stark, dass Jakob Krentlinger dahinter steckt. Woher soll er von deinem Schwarzgeld wissen? Also ich habe es ihm jedenfalls nicht erzählt. Naja, das ist ja auch eigentlich egal. Wichtig ist, dass wir ihm das Handwerk legen.
hat mir gut geschmeckt. Weißt du, was besonders ist? Ich fühle mich satt und nicht voll. Also das ist was Gutes für den Abend. Also habe ich dich überzeugt. Komm, du brauchst gar nichts zu tun. Mir ging es am Anfang genauso wie dir. Ja, erst war ich extrem skeptisch und dann vollkommen bekehrt. Du redest wie ein Pfarrer in der Kirche. Lilly hat sich so zu ernähren, beeinflusst die gesamte Persönlichkeit. Hattest du an meiner Person was auszusetzen? Ganz im Gegenteil. Mehr denn je weiß ich zu schätzen, was ich an dir habe. Und damit es dir mit mir umgekehrt genauso geht, koche ich ab jetzt immer so. Du? Ja. Du wirst sehen, wie vital und ausgeglichen du dich dann fühlst, Hildegard. Da schau her. Da habe ich meine neuen Erkenntnisse her. Das ist meine Ernährungsberaterin. Ja, die habe ich ganz schön zappeln lassen, bis sie mit ihren Theorien bei mir landen konnte. Es wundert mich, dass es so lange gedauert hat bei dir. So wie die aussieht. Ja. Köstlich. Darf ich dich für den Rest meines Lebens als Leibkoch engagieren? Keine Angst. Die Stelle ist befristet. Entschuldigung, aber es war wirklich extrem lecker. Also, wenn ich nicht so ein Selbstbewusstsein hätte, müsste ich jetzt beleidigt sein. Was, wieso das denn? Du hast doch überhaupt nichts gegessen. Und du auch nicht, Verräterin. Das stimmt, er hat recht. Was ist denn los mit euch? Ihr gehört doch sonst nicht zu den Frauen, glücklicherweise nicht zu den Frauen, die bei jeder Kalorie in Ohnmacht fallen. Ach, wieso? Ich habe das Dessert fast aufgegessen und diese Nusscreme war wirklich köstlich. Ich hätte gern das Rezept. Hat's dir wirklich geschmeckt oder schützt du bloß wieder eine zarte Männerseele? Lena, was ist denn los? Sag mal, was geht denn hier ab? Ihr seid schon den ganzen Abend irgendwie so. Ist irgendwas? Es tut mir leid, ich bin einfach neben der Spur. Mir wäre es einfach lieber, wenn du in den nächsten 50 Jahre als Leibkoch einstellen würdest. Traust du mir die 100 zu? Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht kritisieren. Und ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar für alles, was du für mich tust. Und dir übrigens auch. Und wie es scheint, es wirkt. Eure Unterstützung, eure positive Energie, deine Kraniche. Das freut uns. Ich meine das ganz konkret. Denn wir beide haben heute etwas erfahren, das wirklich an ein kleines Wunder grenzt. Der Tumor ist nicht weiter gewachsen. Das ist ja... Ich bin dir so dankbar, dass du Händchen gehalten hast. Das MRT zeigt deutlich, dass der Tumor seit der letzten Behandlung unverändert geblieben ist. Was? Ich zahle Sie doch nicht dafür, dass er gesund wird. Garantieren kann ich das auch nicht. Da Brunner, Sie haben mir versprochen, dass Ihre komische Therapie noch in den Kinderschuhen steckt. Und vor allem bei Gehirntumoren überhaupt nichts bewirkt. Ich versichere Ihnen, wir sind genauso überrascht wie Sie. Ob es an der Therapie liegt oder an etwas anderem. Sorgen Sie dafür, dass er stirbt. Wie Sie das einstellen, ist mir völlig egal. Oder muss ich Ihnen das auch noch erklären? Traubenzucker in eine Injektion statt Chemie oder... Aber Frau von Heidenberg... Regt sich jetzt etwa Ihr Gewissen? Dann sollten Sie sich fragen, ob Sie riskieren wollen, mich zur Feindin zu haben.